Der Heilige Vater, Papst Franziskus, hat einen neuen Bischof für das Bistum Mainz ernannt. Es ist Professor Dr. Peter Kohlgraf. In den vergangenen Tagen kam mir immer wieder eine Stelle aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus in den Sinn. Als ich zu euch kam, Brüder und Schwestern, schreibt der Apostel, kam ich nicht, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Zudem kam ich in Schwäche und in Furcht, zitternd und bebend zu euch. Auch wenn der Tag der Bischofsweihe noch etwas entfernt liegt, konnte ich das Beben und Zittern wirklich leibhaftig spüren. Denn nach und nach wird mir bewusst, welche große und auch herausfordernde Aufgabe auf mich wartet. Der Blick auf meine großen Vorgänger im Amt macht es nicht leichter. Ich danke Kardinal Lehmann, dass er auch heute Morgen hier ist. Das betrachte ich wirklich als eine ganz große Ehre und Auszeichnung. Bei allem, was am Anfang wie ein großer Berg vor mir steht, den es zu erklimmen gilt, finde ich bei Paulus jedoch auch unendlich ermutigende Gedanken. Es geht darum, so schreibt der Apostel, das Große zu verkünden, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und das, finde ich, ist eine großartige Aufgabe. Denn Gott liebt nicht nur die Frommen, sondern Gott liebt alle Menschen. Und das schenkt mir dann eine große Gelassenheit im Hinblick auf das, was auf mich zukommt, dass es im Letzten nie um den Bischof geht, sondern es geht immer um die Liebe Gottes, die wir als Kirche und der Bischof verkünden darf. Sie haben aber auch in Ihrer großen Arbeit gezeigt, wie man aus der Theologie der alten Kirche mit etwas Mut zum Brückenschlag in unsere Gegenwart hineinkommt. Und Sie haben gerade in den letzten Jahren das also auch sehr, sehr stark erweitert im Gespräch, zum Beispiel mit vielen Eheberatern, mit vielen, die in der Sorge um Ehe und Familie in unserer Kirche sind. Aber Sie haben auch eine besondere Nähe zur Caritas, zu den vielen Zweigen der Caritas entwickelt und ein Buch, das gerade im Druck ist und wenn der Verlag sich müht, auch vor der Bischofsweihe noch kommen könnte. Das heißt, Versöhnen und Vergeben, das zeigt ganz zentral, um was es Ihnen eigentlich geht. Und was könnte uns mehr überzeugen, dass Sie da als Bischof schon mitten in Ihrer großen, schönen Aufgabe sind. Köln und Mainz verbindet der Rhein. Köln und Mainz verbindet die fünfte Jahreszeit. Köln und Mainz verbindet die Begeisterung für den Fußball, obwohl in dieser Hinsicht die Kölner Fans zurzeit zufriedener aussehen als die Fans in Mainz. Köln und Mainz verbindet jetzt auch der neu ernannte Bischof Peter Kohlgraf.